Oh, Hallo 26. und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben gerade, ich bin schon ein bisschen losgelaufen. Ich wollte eigentlich Lehm buddeln, habe die Schaufel vergessen, bin zurückgelaufen. Da kommt der Ben doch online und fragt mich, was wir machen wollten. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen wollten. Ich weiß, was du machen wolltest. Unten die Wände. Ja, dazu brauche ich aber Lehm und Gedöns Schreierin hier oben. Oh. Hier bei den Nachbarn. Nachbarn, wir sind wieder nicht im Team. Das ist so eine Kacke. Ach so, ja. Ah, ich habe das gekriegt von dem Skorpion da. Ja, habe ich hier. Ja, zack. Ja, also das ist ganz komisch. Das müssen sie vielleicht auch wieder ändern. Hast die Schreierin getötet? Ja, ist schon tot, ist schon tot. Genau, die Wände wollte ich machen. Dazu brauche ich aber Lehm. Deswegen wollte ich buddeln gehen. Die Häuser sind wieder voll. Voll. Loot, ja? Zombies. Ach so, Zombie. Nur von Zombies. Ach so, okay. Ach, siehste, warte, da wollte ich doch gerade mal was gucken. Kann ich mal einen Moment hier in meinem Erdloch stehen bleiben? Nitrado. Ich wollte mal gucken, was da für. Ob man da. Oh. Was? Ich bin hier nebenan im Haus und hier sind ganz viele Dicke. Und ich. Ja. Bist du im Haus? Ja. Ich habe Tür zu, ich komme raus. Da sind zwei ganz dicke drin hier, die Teletubby-Dinger. Hörst du sie? Och, jetzt habe ich dich angeschossen, oder? Da kommen sie, zwei Stück hintereinander. Hallo? Habe ich gesagt, du darfst aufstehen? So, hat noch einer hier ein Thema? Was ist hier los? Bleib mal stehen. Danke. Ey, bleib mal stehen, ich muss dir gerade mal den Pfeil aus der Rippe ziehen. Habe ich jetzt alle hier unten getriggert? Wie es zum Triggern gab. Fall ich hier runter, Alter, und hier stehen da 10.000 Viecher. So. Level ist aufgestiegen. Eben. Oh Gott, hier nicht. Zeit. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Zit. Danke, danke, danke. Krieg ich den einen Fall hier nicht raus, oder was? Nur oben auf dem Dach. Ajo! Was, hallo? Er kommt runter. Kommt. Kommt zu Papa. Ja. Ja, kommt ihr jetzt runter oder nicht? Ich habe extra Luke offen gelassen. Was wäre denn? Ach, ich habe gar nicht geholt, wann ich jetzt angefangen habe aufzunehmen. Naja, dann gibt es diesmal eine lange Folge, eine längere.
sonst bei dir alles okay da hinten, ja? Du kommst zurecht, brauchst keine Hilfe, nix. Ja, alles gut. Hab kein Stamina mehr. Ewige Leid. Das ewige Leid, ja, ja, das ist so. Ach, da kannst du nur sagen, tschüss Stamina, war schön mit dir. Was ist da? Was ist da? Nix mehr. Hallo? Baseballschläger regelt. Und in die Stadt wollten wir, in die Schneestadt. Jetzt, wo ich ein Poncho habe, könnten wir das vielleicht mal versuchen. Nochmal. Aber das kann ich auch alleine versuchen und dann sage ich dir, ob es klappt. Ich bin gerade zum blöden Zombie zu treffen. Ja, wenigstens ja, stehst du zu deinen Fehlern. Ich habe jetzt dreimal vor den im Boden geschossen. Ach ja. Und tschüss, Stamina. Auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich will Stone. Was kann ich denn aus Stein alles machen? Steinplatten, Dachvorsprung. Achso, brauche ich Pflastersteine. Aha. Also ich brauche unbedingt diese Pflastersteine. Es geht sonst nicht. Hast du da irgendein Thema da drüben, oder? Beehren Sie uns bald. Was ist hier? Hallo, hallo. Frohe Nachbarin. Ach, das ist das Haus mit der komischen Loch drin, ne? Kann sein, ja. Ah, wir hatten ja so eine schöne Base mit Mine gefunden. Ach, das war schön. Hast du oben? Ach ja, so. Ja. Hey. Hallo. Ja, hier ist eine Dicke hinter dir. Alles gut. Bleibt geschmeidig. Oh, mit dem löchrigen Boden. Meinst du das? Ja. Da ist auch Wasser. Da wollten wir mal rein. Okay. Tschüss. Ja. Ich wäre dann drinne. Da wollten wir mal rein. Ich komme die Treppe runter. Ja. In ein paar Zombies? Ja, ja. Ja. Mann. Hallo. Hallo. Ja, hier waren ein paar Kisten.
Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo. Doch, hier gibt's da auch noch Sachen. Ja, da kommst du nur zum Wasser und da hinten an die Ecke da. Ja, da ist ja. Doch. Und hier liegt Amor. Oh! Das hatte ich jetzt gar nicht. Hatte ich jetzt gar nicht. Sie verarschen? Ey, willst du mich verarschen? Kommen Sie! Ja, im Wasser schreien, ist klar. Spätestens jetzt wärst du ertrunken, du Sau. Kacke jetzt. Hallo, Frau Nachbarin. Tja, kommt die hier runter. Hat sie wohl nicht mehr alles. Haben wir jetzt Ruhe? Blub, 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 blub. Denken wir doch. Da kommen sie angelaufen. Hörst du sie? Nö. Ja, hier draußen ist einer, zwei. Burn, baby, burn! Hinter dir. Also Hitboxen manchmal. Hallo. Burn, baby, burn. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Nö. Hallo, hallo. Doch, hier im Haus wieder. Wo sind sie? Hallo. Ich bin mal weg. Ich bin jetzt ernsthaft voll gekommen. Hast du mich jetzt ernsthaft voll gekotzt, du Penner? Ich such die Fresse. Das war's. Sonst ist hier nichts. Gut, dann geh ich wieder darüber. Ein bisschen Lehm schaufeln. Geht. Bis die Schaufel kaputt geht. Hm. Hey! Wolf! Gut. So. Alter, verdammt. Ich stehe da, wollte gerade in mein Inventar. Sagt ja hallo. Ja. Ich glaube, es hat. Nee. Also, wir haben dann zerhackt, ja. Ein Skillpunkt habe ich. Was habe ich gesagt? Was brauche ich? 5 oder so. 3. 5. Sag ich doch 5. Krass. Wie intelligent ist das Spiel, wenn ich den Baum untergrabe? Ob er dann umfällt, ne? Mhm. Aber ich habe keine Stamina mehr. Er fällt, aber gibt keinen Baum, kein Holz. Toll. Ich bin gerade am Essen und ich denke so, was fällt denn in meine Richtung? Ich habe dir da was hingelegt. Der Gegenstand muss repariert werden. Fick dich. Oh.
Kannst du mal aufhören mit Stein, Bäumen auf dem. So heißt es. Kannst du mal aufhören mit Bäumen nach mir zu werfen? Ich laufe mal Richtung Schneegebiet. Gucken, ob mit dem Poncho, ob ich das schaffe dann. Keine Ausdauer mehr. Ich habe die eben auf 100% hochgefuttert. Jetzt ist er schon wieder nur noch bei. Was ist er? 68. Okay. Mir ist kalt. Ich muss Klamotten finden. Immer noch. Aber Orakne. Es ist noch Orakne. Und es ist rot. Wie viele Klamotten soll ich ihn anziehen? Halt ein Alpha, Kevin. Hey, wie viele Klamotten soll ich ihn anziehen? Ich habe einen Poncho, ich habe Jeans, Helm, Schuhe. Ja gut, ich habe keine... ich hätte einen langärmlichen Pullover bräuchte. Ich renne mit dem T-Shirt hier rum. Vielleicht ist es das. So. Stadt heißt jetzt anders hier. Wie heißt die? Noobtown. Noobtown, ja, Mama Noobtown. Mama. Lass die Brücke ganz. Ich hab sie repariert. Achso, ich ist ja noch. Achso, was könnte ich noch machen? Ach, Axt, Holz könnte ich noch machen. Die ist noch ganz, die Axt. Bevor ich wieder runtergehe. Komm, ich mach mit hier. Mein Gott, wie viele Bäume haben wir denn hier hinten gepflanzt? Ja, es waren einige, die ich da hatte. Sachen produzieren und herstellen gibt kein XP. Mm-mm. Schade. War aber früher so. Mm-mm. Ich habe heute Nacht von einer Zugbrücke geträumt. Dass wir hier eine Zugbrücke bauen. Echt? Ja. Dafür müssen wir dann einen Schacht rundherum bauen, buddeln. Ja. Spikes unten rein. Ja. Mhm. Mach mal, ohne ich. Genau. Du für einer. Ich habe das andere Projekt noch. Was für ein anderes Projekt? Tiefgarage. Meine Ausfahrt. Ja. Ja. Was will ich jetzt machen, wenn ich die Schredder machen kann? Wegen Verteidigung. Mhm. Weil das ist dann ein Angriffspunkt für die Zombies. Ja, ja, ja. Du bist noch am Essen, kann das sein? Mhm. Ey, du warst ja eben bei Mutti schnabulieren, jetzt hör doch mal auf. Mir einen vorzuessen. Ich weiß, was ich gerade esse. Kennst du hier fertigen Toasties, den Toaster rein tust? Ja. Mit Schinkenkäse drin? Ja. Ja, davon esse ich gerade ein. Super ungesund. Es ist dieses Don't Call It Schnitzel oder so irgendwie, gell? Nein! Normales Toastbrot ist dann gefüllt. Sieht aus wie ein Sandwich, wie ein Sandwich-Toaster. Ja. Nur halt mit Käse und Schinken gefüllt. Normales Toast ist das. Okay, das ist tust den Toaster rein. Ja. Gibt zwei Stück in eine Packung. Machst einfach einen normalen Toaster an. Nachher sind die warm. Der Schmelzen da drin und so was. Voll geil. Das kenne ich nicht. Wohnst du auch in Frankfurt? Ich kenne nur dieses Toasties da, wo Don't Call It Schnitzel oder so irgendwie, was? Nee, nee, die hätte ich auch nicht. Äh,
Das habe ich gedacht, drehst du dir da jetzt rein. Ich mach gleich von der Verpackung mal ein Foto. Ja, schick mal. Vielleicht gibt es das hier auch. Wenn du sagst, das schmeckt gut. Ach, das kann Theresa ja nicht wie essen. Ja. Auf jeden Fall gibt es die auch mit Salami und Käse gefüllt. Ja, okay. Wie als wenn du einen Sandwich-Toaster hast. Ja. Und einfach ja. Toast, weißt du, und das sind nur so fertige, die einfach ja. nur in den Toaster reingehört. Ich habe einen Sandwich-Toaster. Die größte Schweinerei, die es überhaupt gibt, ey. Backpapier. Der Käse. Snake. Ja, ich hab's gehört. Ich überlege. Backpapier dazwischen legen. Oben und unten. Ich überdenke gerade deine Aussage. Warum? Ja. Warum bin ich da früher nicht drauf gekommen? Backpapier dazwischen, ich Idiot. Dann hast du die Scheiße nicht. Ja, mein Sandwich-Schuster, auch wenn ich den immer sauber mache, direkt hinterher, der sieht trotzdem aus wie Sau. Ja, meiner auch. Ich mache den auch immer sauber und so was, aber seit ich Backpapier dafür benutze, ist das eigentlich ganz okay. Da habe ich den Käse und so was auf der Backpapier, da musst du nur halt überstehen lassen. Ja, klar, ja, nimmst einfach so, machst, ich habe hier so fertig zugeschnittenes Backpapier für den Backofen, das würde ich einfach genau. reinlegen und dann falten oder so. Das dann genau, so mache ich das auch immer. Ja. Das wäre eine Idee. Ehrlich, das wäre mal eine Überlegung. Dann hast du die ganze Witzkacke da saugen. Ja. Weißt du, wie viel Sandwich-Stoßer ich schon im Leben hatte? Mein Bruder hat schon 2 Stück hintereinander platt gekriegt. Echt? Okay, ist das mein erster? Ist auch nur so ein 10-Euro-Ding, weil ich mir gesagt habe, haben so 10 ja, Euro. Ich auch. Aber mein Bruder war ja so schlau und packt da Doppelkäse, Doppelsalami und was weiß ich drauf und drückt das Ding einfach zusammen und bis er. Griff gebrochen. Ja, also das ist keine Calzone, die er da drin machen kann. Das musst du ihm vielleicht mal sagen. Weißt du, wie Sandwich-Stoße dann immer aussieht, ey? Ja, ich sag doch, selbst meiner, den ich immer sauber mache, aber trotzdem ist es einfach. Aber Backpapier. Aber das Schlimme ist halt, wenn du, wir haben den ja auf der Mikrowelle stehen. Ja. Und du kommst in die Küche und er macht sich Sandwich und da siehst du, wie der ganze Käse hinten vorne überall rausläuft, weißt du? Und dann, auf die Mikrowelle drauf. Ja, der tropft dann schön und. Oh, Andy, ich meine, super gemacht. Also, ich wollte gerade sagen, was macht denn jetzt schon wieder Geräusche im Hintergrund? Boah, Snake, hier, ich habe auch noch so Samen. Du bist ja schon Pflanzenbild, du Sau. Ich sehe das doch. Ja, ich sagte, du siehst ja schon Pflanzen, Bing, du Sack. Kommt der gleich. Ja. Ich habe auch noch Samen. Hier, nimm mal. Ja, komm. Oh, ist Stamina wieder. Ja. Das ist schon... nervig. Ja. Das Schlimme ist, ich weiß nur nicht, wo unsere Garage rauskommen wird, ne? Ja. Ich habe die Befürchtung, dass wir hier an den Hügel rauskommen. Ich habe die Befürchtung, dass wir hier links in den Fluss reingebuddelt haben. Nee, wir haben ja hier, guck mal. Ach so, das ist ja ungefähr. Okay. Wir müssten eigentlich hier ungefähr sein, irgendwo. Hier, ja. Dass wir wahrscheinlich den Hügel wegmachen müssen nachher. Ja. Oder wir lassen den wegen der Tiefgarage, ist mir auch egal. Der kommt ja eh da raus und wird ja von außen verstärkt und so was, der Eingang. Ja. Hier, nehmen wir die Samen. Ja, Sekunde. Warte mal, ich stehe gerade auf. Oh Gott, ey. Bin ich froh, wenn ich hier das mit der Wohnung hinter mir habe, ehrlich. Glaube ich. So, wo bist du jetzt mit den Samen? Da. Ist halt so, ist halt für mich alleine, hat's gereicht, alles gut und wo sind die Samen? Gib her. Ja, schmeiß sie raus. Zu zweit reicht's auch noch, aber größer wäre schon nicht schlecht. Aber ich habe da ja anderes Projekt, was eventuell in 2 Jahren startet. Und hat sie die Packung noch gestern leer gemacht? Gummibärchen? Die Gummibärchen? Nein. Aber als ich gesagt habe, ehrlich, das ist so, ich sag, nimm die Packung mit auf die Couch. Nein. Sie kommt lieber 4-mal hier rausgelaufen und holt sich eine Handvoll Gummibärchen. Ja, Frauen halt. So sind sie. Wir haben schon wieder eine Schreierin am Haus irgendwo. Also die sind nervig penetrant und sowas. Also das gibt's überhaupt nicht. Also
wir haben es ja hier schon ein paar Folgen vorher gesagt. So 2, 3 am Tag verteilt, das ist okay. Aber die kommen ja hier im 2-Stunden-Takt. Das Problem ist halt, wir sind die Einzigen, die auf dem Server hier gebaut haben. Ja. Warum kommen die auch die Horden nach alle zu uns? Ja, ja, ja. Das müssen wir ändern. Hier, also, hallo, liebe Zuschauer. Ihr seid herzlich willkommen bei uns auf den Servern zu spielen. Ein einmaliger Sub bei mir oder dem Ben reicht, um bei uns im Discord die Serverdaten zu sehen und auch zu connecten. Für ein Jahr lang natürlich. Also einmal im Monat zappen, ein Jahr lang Zugang für die Server. So, haben wir das auch mal abgehandelt hier, ein bisschen Werbung. Hashtag Eigenwerbung. Du siehst aus mit dem Poncho. 3 Tage Bart. Hier. Snake. Was? Ich will deine Samen nicht, du bist eklig. Geh jetzt rein. Ey, der Tannenbaum, ne? Der steht immer von Anfang an, glaube ich, hier, ne? Ja. Gleich nicht mehr. Okay, gehen wir runter, es ist 8:30. Frage ist halt, muss ich überhaupt noch so viele Spikes setzen? Sind wir nicht kurz davor, die Häcksler zu produzieren? Weiß nicht, ich hab noch nicht geguckt. So. Und damit sage ich, obwohl, machen wir die 4 Minuten noch voll? Nein, nein, nein. Wir haben eh schon wieder Überlänge. Gefühlt Überlänge von einer Stunde. Ich glaube, im Endeffekt sind es nur 10 Minuten oder so. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge. Bis denn. Tschüss.